Es ist wohl der spektakulärste Prozess in der jüngeren norwegischen Geschichte. In Oslo steht der Attentäter Anders Behring Breivik vor Gericht. Dass er der Tötung von 77 Menschen schuldig ist, steht dabei außer Frage. Der 33-jährige Rechtsextremist hat sein Massaker im vergangenen Sommer immer wieder als Verteidigung gerechtfertigt. 8 Menschen mussten in Oslo sterben, 69 junge Sozialdemokraten in einem Zeltlager auf der Insel Utøya, weil Behring Breivik sich von einer muslimischen Invasion bedroht sah. Das Verfahren dreht sich nun um die Frage, ob der Mann zurechnungsfähig ist oder nicht. Behring Breivik hob am Morgen im Gerichtssaal die geballte rechte Faust. Er erkenne das Gericht nicht an, sagte er. Das ist das Ungewöhnliche, dass in diesem Prozess eigentlich nur über die Schuld des Angeklagten diskutiert werden muss. Die normale Beweisaufnahme, wie ist die Tat abgelaufen, wer ist der Täter, all diese Fragen sind beantwortet. Er hat von vornherein gesagt, ich habe das alles begangen, und die Tat selbst ist gründlichst dokumentiert. Es wird also alleine diskutiert werden müssen über seine Schuld. Behring Breivik hat seine Taten als grausam, aber notwendig bezeichnet. Der Vorwurf lautet auf terroristische Akte. Darauf stehen bis zu 21 Jahre Haft. Oder aber die Einweisung in eine geschlossene Anstalt, womöglich bis ans Lebensende. Für Behring Breivik wäre das in seinen Worten schlimmer als der Tod. Er hat seine Verteidigungslinie vorbereitet und er weiß, wie er dabei argumentieren möchte. Als Verteidiger meinen wir, dass das so am angemessensten ist. Er kann seine eigenen Erklärungen abgeben, auf seine eigene Art. Aber ich sage noch einmal, es wird sehr schwierig und herausfordernd sein, sich seine Aussage anzuhören. Behring Breivik hat in der Vergangenheit bedauert, dass er nicht noch mehr Menschen getötet hat. Seine Anwälte wollen weitere Extremisten als Zeugen laden, die seine Überzeugungen teilen. Seine Weltsicht wäre demnach nicht das Resultat einer geistigen Verwirrung. Mit einem Urteil im Prozess um Norwegens tödlichste Bluttat seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird im Juli gerechnet.